der Antonisee. Unser Antonisee entstand am 6. Mai 1910. Es gab einen dreitägigen Landregen. Plötzlich rutschten vom rechten Hang des Reifgrabenbaches Erdmassen ins Bachbett. Zimmergroße Erdschollen sperrten den Reifgrabenbach ab und verschütteten den Fahrweg. Das Wasser des Baches wurde bis zum Haus Anger 1 zurückgestaut. Das Häuschen des Holzknechtes Peregrin Schagerl, das am Bachrand stand, musste schnell geräumt werden. Bald erreichte der Wasserspiegel das Dach des Hauses. Weil die Häuser der Bruderlade in Gefahr waren, überschwemmt zu werden, nahm man nach einigen Jahren eine Wildbachverbauung vor. Der See war einmal 300 Meter lang, 50 Meter breit und 12 Meter tief. Die St. Antonia nützten ihn zum Eislaufen, zur Eisgewinnung, zum Eisstockschießen und für Bootsfahrten. Aber der See wird immer kleiner. Der Reifgrabenbach schwimmt sehr viel Geröll an. Und vielleicht wird es einmal heißen, es war einmal. Thank you.